in der Kontoverwaltung eine Order zu platzieren, klicken Sie im oberen rechten Bereich auf den blauen Button für Handel und geben das gewünschte Symbol in der Suchleiste ein. Dies bestätigen Sie mit einer Enter-Taste. Sie können nun auf das gewünschte Produkt klicken. Das Order-Ticket öffnet sich nun und Sie können wählen, ob Sie kaufen oder verkaufen möchten, wie viele Aktien Sie kaufen möchten oder für wie viel Geld Sie eine Aktie kaufen möchten. Die Kontoverwaltung wird Ihnen dann automatisch berechnen, wie viele Aktien Sie handeln. Teilaktien sind möglich. Ich wähle jetzt hier beispielsweise eine Aktie aus. Als nächstes wird der Ordertyp bestimmt, Limit oder Market beispielsweise. Der Limitkurs wird angepasst und die Gültigkeitsdauer auf Good Till Cancel gestellt. Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit, eine Gewinnmitnahme und einen Stop-Loss zu definieren, sodass Ihre Position nach oben und unten abgesichert ist. Dies können Sie über die Schieberegler an der Seite aktivieren oder auch deaktivieren. Sollten Ihre Eingaben für Sie passend sein, können Sie entweder die Order direkt übermitteln über den blauen Button am Boden oder Sie klicken auf den Vorschau-Button und schauen sich noch einmal eine Übersicht über Ihre geplante Order an. Zu guter Letzt klicken Sie auf Order übermitteln und Ihre Order ist am Markt platziert. Eine alternative Möglichkeit, um eine Order zu eröffnen, finden Sie unter dem Punkt Handel und Order-Ticket. Es wird nun die Order-Ticket-Seite geladen, auf welcher Sie unter den verschiedenen Kategorien Ihre gewünschte auswählen können, das passende Produkt suchen und schlussendlich die gewünschte Börse anklicken können. Ähnlich wie gerade auch befinden sich hier die gleichen Punkte von der Menge bis zum Ordertyp über die Gültigkeitsdauer und weiter unten die Gewinnmitnahme und den Stop-Loss. Darüber hinaus finden Sie rechts Übersichten über verschiedene Kennzahlen und auch einen Chart. Wie auch vorhin können Sie nun entweder die Order direkt übermitteln oder über die Order-Vorschau sich Ihre Order nochmal im Detail anschauen. Final platzieren tun Sie dies dann über den Order übermitteln Button. Mit nur einem Klick ist die Order übermittelt und kann nun ausgeführt werden.